90. Das sind krasse 60% krass. Rabatt. Nur 24 Stunden lang. Und Leute, der Sound ist so megamäßig geil. Die tragen sich einfach so. Und Sebastian hatte die auch den ganzen. Ja, der Sebastian hat die auch die ganze Zeit gehabt. So cool, die haben so coole Produkte. Also geht da immer auf die Seite, sind immer so geile Rabattcodes, die ihr abgreifen könnt. Und Oliver Pocher schlägt wieder zu. Kein Influencer ist mehr sicher vor dem Entertainer. Er und seine Frau sind wohl auf den Geschmack gekommen, seitdem sie gegen den Wendler gefeuert haben. Denn das Ganze hat sich ordentlich gelohnt für beide Seiten. Aber das wisst ihr ja bereits. Sowohl der Wendler als auch Oliver Pocher haben von der Aktion sehr profitiert. Besonders der Komiker, denn er hat dadurch knapp 2 Millionen Follower bekommen. Seine Reichweite im Livestream übertrifft sogar die von Miley Cyrus. Mehrere Influencer trauen sich kaum noch Werbung zu machen. Sana Gamur zum Beispiel versucht es immer wieder auf eine lustige Art und Weise. Sie will zeigen, dass Oliver Pocher ihr nichts tun kann, aber auch ihre eigenen Fans kritisieren sie mittlerweile. Nun holt Oliver Pocher wieder weit aus. Er feuert gegen Angelina Heger, die so wie Sarah Harrison schwanger ist. Sie hat allerdings in den letzten Tagen mehrmals Werbung gemacht, für alles Mögliche. Jetzt hat Oliver sie in knapp 10 Minuten zerstören wollen, denn er nimmt sie und die Produkte auf die Schippe. Hier könnt ihr das sehen. Hey, ihr coolen Menschen da draußen. Na, wie findet ihr meine Sportklamotten? Habe ich mir gekauft jetzt in der Innenstadt. Super cool. Hier mit Schuhen und allem drumherum. Total klasse. Stand mietfrei wohnen und da habe ich einfach die Klamotten gekauft und ich finde es echt stark. Die haben da alles. Ich weiß gar nicht, jetzt, ich glaube Puma heißen die. Und da kann man alles umsonst bekommen. Ist echt geil. Und hier, dann habe ich mir so ein T-Shirt gekauft für so eine coole Aktion, die jetzt gerade total online geht. Und zwar #-1Corona. Und da habe ich mal geguckt hinten, weil ich brauchte nämlich ein super günstiges und ich wollte nichts Teures haben. Und dann, cool, guckt mal. Wow. Steht sogar, wo das gemacht ist. Made in Bangladesch. Naja, aber das ist ein Arsch voll. Die machen sich ja auch die Taschen voll da, ne? Die kriegen ja teilweise über 10 Euro am Tag dafür, dass sie die Sachen zusammennähen. Aber gut, schauen wir, was die Quarantäne nicht nur aus uns, aus unserer Wirtschaft, sondern auch aus den Influencern macht. Und ich habe wirklich sehr, sehr geile Sachen gesehen, denn es gibt essentielle Probleme bei den Menschen im Internet. Und eines davon ist dieses hier. Moment, hier nochmal zurück. Ich muss mir einen Kaffee suchen. Und da fällt mir wieder auf, dass ich noch nie mein ganzes Leben darüber nachgedacht habe, was ich mache, wenn mal so eine Situation eintritt und einfach keinen Kosmetikladen mehr offen hat. Ich meine, ich war halt kurz bevor dieses ganze Ding hier so ausgebrochen ist, nochmal Nägel machen, weil ich dachte, das ist schlau. Schlau bist machst du. Machst du mal so ein paar Corona-Nägel, die rauswachsen können oder dass man zieht. Also Corona-Nägel. Und mein Wimperntermin wäre nächste Woche Dienstag gewesen. Oder ne, war die Woche Dienstag? Also jetzt demnächst auf jeden Fall. Dienstag und auf jeden Fall. Und dieses Auge verliert so hart viele Wimpern. Da wäre eigentlich fast gar nichts mehr. Und hier verklumpen die übel doch. Am Anfang der Quarantäne habe ich so ein Bild gesehen, wo so übertrieben dargestellt ist. Über lange Nägel, keine Wimpern mehr. Übster Ansatz. Nach so. Na klar. Aber? Dabei denken wir so, that's me. That's her. Oh my gosh. Also, die Nägel, die Wimpern, alles fällt mittlerweile raus. Das ist aber kein Grund, dass die Leute zu Hause sitzen und trotzdem Codes für coole Produkte um sich hauen. Wie zum Beispiel hier Angelina Heger. Super, 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 super Produkt in super geilen Farben. Möchte ich euch gerne zeigen. Und das Geile ist, es gibt aktuell eine Aktion, wo ihr nicht nur mit dem Code Angelina die Versandkosten spart, sondern die sind aktuell reduziert von 99,90 auf 39,90. Das sind krasse 60% Rabatt. Nur 24 Stunden lang. Und Leute, der Sound ist so megamäßig geil. Die tragen sich einfach so. Und Sebastian hatte die auch den ganzen. Ja, der Sebastian hatte die auch die ganze Zeit gehabt. So cool, die haben so coole Produkte. Also geht da immer auf die Seite, sind immer so geile Rabattcodes, die ihr abgreifen könnt. Und zwar, wenn ihr keinen Bock habt für diese Apple-Dinger, dann könnt ihr diese chinesischen günstigen euch da holen. Und die leuchten sogar so mit. Also die sind eines rosa und der andere ist auch super, super, super cool. Super cool. Und wir wissen ja alle, wenn wir zu Hause sitzen, was machen wir? Wer kein Fernsehen guckt, streamt. Aber auch da
Die Jellis hat eine Frage an euch und ich bin ja ein Fan von Jellis und Johannes. Ihr wisst, die Bootsbesitzer aus Ibiza, die noch während der Corona-Krise einmal kurz irgendwie zusammen im Auto mit, sie waren geschützt, sie hatten Dieselhandschuhe an den Tankstellen an, nach Ibiza gefahren sind. Und die Jellis hat eine Frage, vielleicht könnt ihr der mal helfen. Ne? Jetzt eine Frage an euch. Wisst ihr, wer aktuell einen Rabattcode dafür hat? Ich habe das mal mitbekommen. Ich würde mir ganz gerne Disney Plus machen. Genau. Und jetzt eine Frage an euch. Wisst ihr, wer aktuell einen Rabattcode dafür hat? Na. Ich habe das mal mitbekommen, dass es dafür einen Rabattcode gibt. Also gerne hier rein. Also, wie geil ist das denn? Sie möchte sich Disney Plus machen. Wer macht es sich nicht gerne mal selber? Aber sie hat keinen Rabattcode und diese unfassbaren 6,99 im Monat, da wird es ja wohl einen Rabattcode geben. Also wenn Disney da nicht zuschlägt, meine Empfehlung, die Harrisons, die haben auch Werbung dafür gemacht, vielleicht können die dir einen Rabattcode organisieren, das wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Dann finde ich auch geil, ganz viele lesen jetzt auch auf einmal und ich habe sie schon mal bei mir gehabt, die liebe Stephanie Davis, und die hat mir ein Prinzip des Lesens beigebracht, was mir total neu war, aber was sensationell ist, und ich werde das gleich im Live-Test ausprobieren. Achtung, so liest sie. Sie liest jetzt ganz viele Bücher. Ich habe jetzt 12 Bücher rausgesucht, 12. die ihr mir geschickt habt. Und die habe ich mir jetzt bestellt und ich kann sie euch gerne mal einfügen. Was sind sie? Weil mich so viele fragen, warum ich so schnell lese. Ja, wie machst du das? Echt? Ich habe einen eigenen Lesestil entwickelt. Okay, wie ist der? Wo ich dicke Bücher oder wenn es Thriller sind oder so, es ist nicht unbedingt so Sachbücher, wo es um Wissen geht, sondern eher so Romane und so das Zeug, was einfach zu lesen ist. Okay, wie machst du das? Habe ich einen eigenen Lesestil, dass ich quer lese. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr das schon mal gehört habt, aber ich lese nicht Wort für Wort, wenn jetzt und oder ist oder so steht, sondern quer, dass ich die wichtigsten Teile rauspicke und mir dadurch, damit habe ich dann das ganze Buch schneller durch, weiß den kompletten Inhalt und kann auch Nebenrollen und so weiter gut zuordnen. Also das ist jetzt kein Überfliegen von Seiten, auf gar keinen Fall. Oder Auslassen von Dingen, sondern ich lese alles, aber eben nur die Kernessenz von einer Seite. So. Und ist auch ein Lernprozess, also ich konnte es nicht sofort. Ach, kann man nicht sofort. Ich habe es mir über Jahre angelernt. Okay, cool. Aber wenn du viel liest, dann... Wenn man viel liest, dann... Dann ist der Satz auch zu Ende, weil das ist ja super cool. Ich habe nämlich hier mal ein Buch, ein Bestseller, von einem Bekannten von mir, der, das ist, glaube ich, hier sind alle Gläubiger von A bis Z aufgelistet. Und ich habe so eine ganz neue Technik, zum Beispiel auch das ist so eine Technik, die hier. Ist eine super geile Technik. Hast das Buch ruckzuck durch, bringt frische Luft, gerade in Sommertagen. Und man hat jetzt nicht alles direkt gelesen, aber ich zeige es auch nochmal. Müsst ihr drauf achten. Cool, oder? Ich lese jetzt aber nochmal kurz wie sie quer. Ich versuche das jetzt einfach mal. Nur mal so irgendeine wahllose Seite. Main ständig Bushido, München, Städten, Disco. Dann Beat, Musik, Noah, Tops rundum zusammen. Mhm. Talent, U17 Nationalmannschaft, Liegen. Clubs hier, Ibiza, Vater 10 Jahren, Balletttänzerin, Caroline, Beautiful, Champions Lounge, Clique, rankommen, Mann, Profi, ist so stark, ist eine Riesentechnik, ich mache das jetzt auch, ihr solltet euch jetzt auf jeden Fall 20 Bücher bestellen und die wichtigsten Sachen querlesen, da hat man zwar nicht alles gelesen, und wo ich gerade hier meinen Ex-Kumpel hier irgendwie gerade sehe, da frage ich mich, wie ist eigentlich die Stimmung in London, und das Gute ist, ich glaube, die Corona-Krise ist nicht nur in London angekommen, sondern sorgt auch dafür, dass du sehr dramatisch, fast schon wie ein Kinotrailer anfängst zu sprechen, denn so sieht es momentan in London aus, meine Damen und Herren. Lockdown in London. Home office it is. Thank goodness for the good weather and the terrace. Stay safe and most importantly, at home everybody. So sieht's aus. Lockdown in London. Stay home. Und liest jetzt mal ein paar Bücher, am besten quer. Wir sehen uns demnächst hier wieder.
Wie findet ihr diese Aktion von Oliver Pocher? Und wie ist eure Meinung zu Angelina Heger? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.